Okay, sieht so aus, als wären wir hier in einem Endaußenposten gelandet. Hallo Leute, mein Name ist HotzesT und willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Letztes Mal haben wir das Lager- und Sortiersystem in Gang gebracht. Und die Items sind nun mehrheitlich sortiert und eingelagert. Und heute, wie versprochen, werden wir ein neues Projekt angehen. Und das ist irgendwo hier drüben. Und wenn ich sehe, wo wir hinfliegen, ja. Okay, sieht so aus, als wären wir hier in einem Endaußenposten gelandet. Aber hier, etwas abseits, werden wir die nächste Farm bauen. Oder eigentlich nicht so sehr eine Farm, obwohl dann... Okay, ich zeige euch mal, wie das zusammenkommt. Wie ihr sehen könnt, außenrum haben wir so etwas, was vier Rechtecke, Quadrate sein könnten. Und dann haben wir hier in der Mitte noch eins, das etwas größer ist. Und dies ist das Layout für unsere römische Villa, die hier etwas außerhalb platziert ist. Ich weiß nicht, wie nahe wir mit anderen Farmen etc. hier rankommen, aber hier werden wir Folgendes haben. In der Mitte werden wir oben eine Wheatfarm haben, damit wir Stroh für unseren ganzen Mudbricks haben. Und weiter unterhalb dieser Farm werden wir dann eine Wollenfarm haben für alle Farben. Und dann haben wir die vier Ecken, wo wir Melonen und Kürbis haben können. Honig und Honigwaben, Zuckerrohr und Kaktus. Und das Ganze ist nicht die Eisentürme und das innere Rechteck ist nicht ganz beieinander, denn ich möchte dazwischen etwas Raum haben, so dass ich die Wände schön dekorieren kann. Die unterste Schicht unserer Wheat Farm ist fertiggestellt. Wir haben hier ein Gleis mit Hopper Minecart, der alles aufsammelt, was auf dem Boden liegen bleibt. Und hier drüben haben wir ein nettes System, welches den Hopper ausliest und solange Items im Hopper sind, ist dieser Block hier nicht gepowert und dadurch auch die gepowerte Rail darunter nicht. Ich habe auch hier noch einen Schalter, um diesen Block direkt zu powern, was das ganze System ausschaltet. Drum läuft auch jetzt nicht mehr nichts mehr und alles endet hier in dieser Kiste. Und über diesem Layer werden wir unsere eigentliche Farm haben. Direkt den Block darüber. Und dann müssen wir schauen, wie wir hier einen Farmer reinbringen. Wie ihr sehen könnt, wächst das Getreide bereits. Und ich habe auch hier die Seitenwände etwas schöner gestaltet. Hier unten haben wir einen kleinen Spalt. Auf dieser Seite sehen wir sogar durch.
Aber wenn das Getreide gewachsen ist, wird das kaum merklich sein. Und darüber kommt sowieso noch eine Schicht Glas, so dass alles sauber eingeschlossen ist. Hier in der Mitte ist ein waterlogged Root Block, könnte auch ein Half Slab sein, eine Treppe oder sonst irgendein Strauch. Darüber Komposter, Lichtquelle und dann brauchen wir hier die Trapdoors, so dass unser Farmer hier nicht bis zum Komposter kommt, denn dann würde er die Items, die er zu viel im Inventory hat, hier kompostieren und der Stroh oder bleibt nicht hier am Boden liegen und wir können es dann nicht unten aufsammeln. Das gleiche gilt auch für die Samen. Die werden auch liegen bleiben. An denen sind wir nicht sonderlich interessiert, aber ist einfach ein Nebenprodukt. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier ein Gleis gelegt für unseren Villager. Und wir werden den mittels Minecart Furnace hier rüber bugsieren, weil es ist ja doch eine etwas längere Strecke und ich habe nicht so viele gepowerte Railblöcke. Und da kommt unser Villager. Und er hat doch etwas Tempo drauf. Ich dachte nicht, dass er ohne Furnace Vinecart so weit läuft. Mal sehen, ob wir überhaupt eine brauchen. Aber ich denke, da gegen Ende geht es doch etwas den Hügel rauf. Das wird er wohl nicht schaffen ohne. Und wie ihr sehen könnt, ist unser Farmer damit beschäftigt, das Getreide zu ernten und neu zu pflanzen. Ich habe hier oben eine Glasschicht angebracht, somit sollte er sicher sein vor Blitzeinschlägen, die ihn in eine Hexe verwandeln würde. Und hier in der Mitte habe ich die Trapdoors reduziert. Wir brauchen nur einen Ring, denn sonst wäre der Farmer zu weit weg vom Komposter, dass er überhaupt einen Beruf annehmen könnte. Und wie ihr hört, läuft unten der Minecart. Dann wollen wir mal schauen, was wir haben. Nicht viel. Ein Feed, aber sobald das Inventar des Farmers gefüllt ist, sollten wir hier mehr reinbekommen. Und das war's dann auch schon von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir werden hier die anderen Projekte nach und nach angehen. Bin mir noch nicht sicher, was wir in der nächsten Folge machen, aber es wird sich sicher was finden. Also, bis dann und tschüss.